Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind sehr, sehr gut vorangekommen in den letzten Folgen, das freut mich sehr. Was haben wir denn hier? Löwenzahn auf unserem Grundstück. Gibt's ja wohl nicht. Das muss raus. Ah, das können wir gleich in die Kiste packen, sonst machen wir uns ja direkt wieder einen Inventarplatz voll. Und das wollen wir natürlich alle nicht. So, eine Fackel haben wir. Teile haben wir einstecken. Inventartechnisch sieht's gut aus. Ich finde, Helm kann man nicht sagen. Kapuze. Wie auch immer, sehr, sehr geil vom Trollleder. Müsste natürlich noch zum Rest passen. Da bloß die Frage, inwiefern die Trolllederrüstung besser ist als dann Kupfer. Ich glaube nämlich fast, Kupfer wird besser sein. Wäre zumindest logisch. Deswegen erstmal schauen, ob sich das überhaupt lohnt, jetzt demnächst noch Trolle zu farmen. Denn wir sollten ja bald an die Kupferrüstung rankommen. Ihr seht schon, was ich vorhab. Wir werden definitiv in der Folge weiterhin durch den dunklen Wald streifen. Denn wir brauchen noch ein paar von diesen roten Perlen. Und ich werde sie jetzt immer rote Perle nennen, weil ich mir den Namen absolut nicht merken kann. Ach, wir sind nicht ausgeruht. Dann nehmen wir mal die Kraft von Eiktür. Dass es auch einen Nutzen hatte, den Guten zu erlegen. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal hier so in die Richtung. Und hoffentlich finden wir noch einen weiteren Dungeon. Ich kann es nämlich ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich eine Schmiede zu haben. Das ist da hinten, ist bloß ein Grauzwerg, ne? Heuling. So rum. Mal gucken, wie hoch wir ziehen müssen. Oh, er hat uns gesehen. Nein, ach, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Ich vergesse immer, dass das Ausdauer kostet. Der so schwache Arme hat, der Typ. Na gut. Wir verschwenden keine Pfeile. Wir blocken perfekt. Und dann gibt's einer auf die Mütze. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wird natürlich wahrscheinlich nicht gleich neben dem Dungeon, den wir schon kennen, der nächste sein. Aber ich würde sagen, wir kämpfen uns einfach mal hier vor, weil hier war ja auch wieder Wasser. Und dann wahrscheinlich hier der untere Bereich eher. Na, Grauzwerg. Das war nicht perfekt geblockt, aber war ein bisschen zu früh, ne? Gott, wie viele kommen denn noch? Die lassen, na gut, die lassen diese Augen fallen, aber was die genau bringen, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Gott. Warum denn gleich so viele und was ist denn mit ihm? Ey. Bisschen zu viel Fruchtzwerge gefuttert in der Kindheit. Sag mal. Gott. Nee, der Große, den mag ich nicht. Der muss weg. Schon wieder so wenig Ausdauer. So, jetzt haben wir zumindest schon mal zwei weg. Jetzt kommt der dritte. Mein Freund. Kann wir den blocken? Ja, können wir. Ach, Mist. Nicht gedacht, dass der so schnell wieder kampfbereit ist. Ey, sag mal. Wenn wir zu wenig Ausdauer haben, dann zieht uns auch beim Blocken der Schadenleben ab. Komm her. Das ist halt wirklich nur sehr, sehr kurz. Ah, so schnell bin ich gar nicht. Wir können immer nur einmal hauen und müssen direkt wieder zurück. Oh Gott, wir haben ganz schön Leben verloren. Grauzwergen Berserker. Er macht seinen Namen aller Ehre. Nur einmal hauen. Nochmal blocken, nochmal hauen. Okay. Taktik für ihn auch rausgefunden. Uralter Samen und eine Trophäe, das ist schon mal cool. Brauchen wir nämlich definitiv für einen der weiteren Bosse. An das Ohr gehalten hört man winzige Flüstertöne. Mhm. Möchte mir das nicht ans Ohr halten. Ich weiß gar nicht, ob das anderes Holz ist von den Tannen hier. Tannzapfen haben wir bekommen. Mach uns schon wieder unnötig das Inventar voll. Sollte aufhören damit. Blaubeeren, jawohl. Können wir gleich mal futtern statt den Himbeeren. Ich glaube, die waren ein Stückchen besser. Muss aber nochmal nachgucken.
So, und jetzt einfach ein paar Skelette und ein Dungeon. Dann wäre ich sehr glücklich. Rennen im dunklen Wald eigentlich keine Hirsche rum? Auch mal eine gute Frage, ob die sich hier gar nicht erst reintrauen. Zumindest wäre mir jetzt gerade nicht bewusst, dass wir schon mal einen gesehen haben. Was haben wir hier? Steinkreis, Stone Age. Da sind Skelette. Ist das ein normaler Vogel? Ist kein Hugin, ne? Holen wir uns erstmal. Hä? Ich jetzt nicht. Jetzt war er weg, verdammt. Ja, Skelett ist doch gut. Na, ich glaube, mit Pfeilen gegen die ist nicht so cool. Zack. Ja, das Schild ist wirklich Gold wert, also ohne Schild. Ich mich definitiv nicht hier reintrauen. Ja, der hat ein cooles Schwert. Ein Schwert hätte ich natürlich auch noch Bock. Was haben wir hier? Karottensamen. Noch ein Fragmente ohne Ende. Ich hoffe mal, dass wir danach auch andere Sachen mit anstellen können. Außer Rüstung. Guck mal, da ist er. Ach, Mist. Und da war er weg. So, ist jetzt hier ein Dungeon. Hey, ist das nicht der, in dem wir schon waren? Bin mir gerade nicht sicher, aber glaubt, das ist neu hier. Grabkammern. Sieht aber irgendwie genauso aus wie in dem, wo wir schon drin waren. Und zumindest neue Pilze. Oh Gott. Nicht damit gerechnet, dass hier gleich einer am Start ist. Und dich auch noch. Ist halt die Frage, ob die jetzt einfach neu spawnen. Ich lauf mal kurz. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen erstmal Ausdauer generieren. Hör zu, wir haben schon wieder viel zu kleine Leister. Wir hauen uns mal ein paar Blaubeeren rein. Dann sieht das definitiv schon besser aus. Also vom Aufbau erstmal dasselbe, wie wir es schon kannten. Jetzt halt die Frage, ob nur die Skelette neu gespawnt sind. Wartet mal, ich bin doch doof. Ich hatte mir das doch markiert auf der Karte. Hier drüben war der. Also ist doch ein neuer. Alles klar. Sah dem alten halt nur so verdammt ähnlich. Dann schnappen wir uns erstmal die gelben Pilze. Die können wir auch futtern. Wir haben nicht mehr so viel Nixenschwänze, beziehungsweise wir haben gar keinen Nixenschwanz mehr. Das ist schlecht. Aber wir haben ja zum Glück noch Blaubeeren und gelbe Pilze. Ein Geist. Oh Gott. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Also auch in keinem anderen Video oder Bericht, den ich gesehen oder gelesen habe. Eigentlich verarsche ich euch die ganze Zeit, weil ich kann gar nicht lesen. Mir lässt nichts fallen. Na super, aber das sind die Dinger, die wir brauchen. Sörtling, Sörtlingkern. Skelett. War bloß, glaube ich, der Sound von den Knochen. Bernstein. Aber da haben wir jetzt schon wieder drei Stück. Nochmal kurz gucken, was hat es gebraucht für die Schmiede? Hullmeiler waren 5. Schmelzofen auch 5. Ich glaube, 2 oder 3 hatten wir schon. Wir müssten es uns leisten können. Ich mache euch mal die Fackel an. Aber es läuft auf jeden Fall zurzeit. Was die Dungeons anbelangt. Hier ist nix. Man sieht halt irgendwie selber weniger durch die Fackel, weil die so nah dran ist. Weiß nicht, ob das wirklich der bessere Weg ist. Um sich hier unten zurechtzufinden, weil so kann ich mir noch schwieriger die Wege merken. Es tut mir leid, aber wir müssen hier ohne Fackel durch. So, hier ist Haupteingang. Hier drüben waren wir noch nicht. Hier haben wir noch eine Tür. Die Axt ist schon wieder fast kaputt. Sollten uns vielleicht doch noch eine zweite davon bauen. Oh, leckt doch nicht, wenn ich blocken will. Ach, komm schon. Halt doof, man kann halt seinen Angriff selber nicht abbrechen. Wenn da gerade der
der nächste zuschlägt, hat man halt echt ein Problem. Wir müssten definitiv erstmal noch ein bisschen Leben generieren. Truhe, nochmal Rubin und Bernstein. Geht nur da, dass er wertvoll ist. Ich denke mal, das können wir dann beim Händler verkaufen, wenn wir den gefunden haben. Federn und Pfeile ist okay. Nehme ich gerne mit. Hey, kommst denn du jetzt her? Zack. Ich hab doch geblockt. Gab nur Knochenfragmente. Ja, ich glaube, die Edelsteine können wir dann verkaufen. Ich hätte halt echt gern die Taschenlampe. Also mit Knochenfragmenten können wir uns definitiv bald bewerfen. Truhe hatte ich gar nicht gesehen. Oh, Münzen, 25. Aber Inventar ist schon wieder voll. Hier geht's nicht weiter. Können wir die Truhe, ne, abbauen? Können wir sie nicht, ne? Wir können sie kaputt machen. Nein, unsere Axt kaputt. Das ist hier nicht möglich. Ja, jetzt müssen wir mal improvisieren. Ich habe natürlich die andere Axt weggeworfen, weil ich gesagt habe, es nimmt uns Inventarplatz weg. Da war ich wieder sehr, sehr schlau. Na gut, aber ich glaube, hier sind wir eh durch. Markiere uns das natürlich trotzdem nochmal auf der Karte. Umgehen. Und dann geht's ja erstmal wieder raus. Und dann können wir uns jetzt gerade nicht wirklich verteidigen. Der Vogel, der ist gerne hier, ne? Das heißt eigentlich idealerweise direkt erstmal wieder nach Hause. Weil ohne Feuersteinaxt möchte ich mich wirklich sehr ungern durch den dunklen Wald bewegen. Gerade wenn hier so eine Horde Skelette kommt, wird das schon ganz schön doof. Ah, hier. Frage beantwortet. Es gibt Rehe und Hirsche. Eins haben wir uns geholt. Hä? Wie konnten der nicht treffen? Und kein Platz im Inventar. Na, sehr geil. Was werfen wir weg? Die Pfeile? Was haben wir hier unten noch? Ist das normales... Ah, scheiße. Ist normales Stein. Normaler Stein. Den haben wir uns schon markiert. Haben wir hier? Hier ist noch ein Fass? Nö. Ja, geh halt weg. Ich möchte jetzt nicht mit dir kämpfen. Aber Ausdauerleiste in der Kombination mit Himbeeren und Blaubeeren ist eigentlich auch okay. Brauchen wir gar nicht unbedingt Körperteile von Nixon. Der uns noch hinterher? Ja, ich glaube. Ein paar Himbeeren, dafür muss Zeit sein. Ich glaube, hier haben wir wieder einen Hirsch verschreckt. Naja, dann geht's halt auf den Weg nach Hause. Sehr viel mehr als einen Dungeon schafft man auch nicht wirklich pro Folge. Bis man den gefunden hat, drinne war, dann zu Hause alles in die Kisten sortiert. Das dauert nun mal seine Zeit. Wird den mal fix mit dem Bogen holen. Bevor der aggressiv wird. Hui. Ja, jetzt sehe ich ihn halt nicht mehr. Ja, bevor er aggressiv wird, weil wird sonst ein bisschen schwierig ohne Axt. Na, mal gucken, vielleicht lässt der uns ja in Ruhe. Wir sind ja fast zu Hause. Wir müssten jetzt definitiv genügend Sörtling-Kerne haben. Dass wir uns definitiv erstmal den Schmelzofen bauen. Dann können wir unser bisschen Erz, was wir schon zusammen sammeln konnten, dort einmal reinwerfen. Kann ich eigentlich hier über die Steine in mein Grundstück rein? Wäre eigentlich cool. Ja, klappt. Wenn wir genügend Ausdauer hätten, würde es auch klappen. Müssen wir jetzt natürlich erstmal einmal machen.
Zack. Ach, da gab's Schaden. Na klar. Gut, da müssen wir ja mal schauen. Ich wollte eigentlich schon längst hier mal Schilder dran gemacht haben, aber habe ich immer noch nicht. Es tut mir sehr leid. Na, steckt doch weg. Danke. Wo habe ich die hingeworfen? Hier. 6 Stück haben wir jetzt zusammen. Was fehlten uns noch? 20 Steine. Hier haben wir 3 Stück drin. Müssen erstmal kurz wegpacken. Aber ich bräuchte Stein. Hier haben wir 6 Stück drin. Hier drüben hatten wir 3. Und hier haben wir 41. So, dürfte ich jetzt bauen. Jawohl, Schmelzofen. Halt die Frage, wo wir den hinpacken. Also definitiv raus. Oder? Ja, im Haus. Sieht irgendwie komisch aus. Wird wahrscheinlich... Das können wir, glaube ich, gar nicht bauen. Nö, kriegen wir am Ende auch bloß Rauchvergiftung. Da hat keiner was von. Ist die Frage, ob wir das hier so dran basteln. Ist auch irgendwie doof. Hier hätte ich halt ganz gerne unsere Schweinefarm oder ein Feld, bei dem wir ja uns Möhren und so anbauen. Ich würde natürlich überlegen, ob man das Ding hier noch erweitert. Den Schmelzofen jetzt vielleicht hier so hinballert. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch noch Platz brauchen. Schmelzofen hier hinten. Ist auch doof. Oder wir... Ja, wir reißen vielleicht eins von den Lagerfeuern weg. Und dafür das Ding hier drunter. Lasst mich das mal kurz probieren. Passen würde es, ne? So ganz mittig halt nicht, aber so wird es klappen. Ich glaube, das gefällt mir erstmal besser. Wir machen das so und dann machen wir uns später vielleicht hier die unsere Grillstellen woanders hin. Aber so sieht das schon cooler aus. So, Hugin, was hast du zu sagen? Du hast einen Schmelzofen errichtet. Platziere dein Roherz in diesem Hochofen, damit er alle Unreinheiten hinfortschmelzt und du einen barren, veredelten Metall erhältst, den du für die Schmiede verwenden kannst. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlenmeiler errichtest und ihn mit Holz füllst. Danke, Hugin, für die wertvollen Tipps. Da brauchen wir nochmal 5 von den Dingern und wir haben nur noch 1. Das heißt, wir müssen definitiv nochmal zum Dungeon. Aber wir haben ja schon ein bisschen Kohle gesammelt. Mehr oder weniger unbeabsichtigt. Müsste ich bloß mal gucken, wo wir das haben. Hier irgendwie nicht. Aber wir können hier die Knochenfragmente mal reinpacken. Und die Samen. Die Äuglein auch. Hier haben wir noch rohes Fleisch. Das kann auch weg. Hier packen wir noch schnell die Steine rein. So. Bloß, dass wieder ein bisschen Platz geschaffen ist. Wir hatten doch auch irgendwo schon Bernstein, oder? Obwohl, die gelben Pilze können wir drin lassen. Die packen wir hier hin. Dann haben wir das Essen wieder hier drüben. Den Kern können wir auch erstmal rauspacken. Und dann haben wir hier die Pfeile. Können wir das nicht übereinander legen? Warum nicht? Ja, egal. Wir bauen uns jetzt... Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauche ich bestimmt wieder Feuerstein. Definitiv mal noch eine zweite Axt. Weil mit einer kommen wir hier nicht über die Runden. Wir können dann jetzt auch... mal den Pilz oben noch wegpacken, aber das machen wir gleich. So, wir haben jetzt hier eine Axt. Jetzt können wir erstmal reparieren. Was haben wir denn zu viel dabei? Eigentlich den Pilz. Machen wir es so. Ich denke, das ist okay. Jetzt hier irgendwo noch einen Platz frei, ne? Aber hier ist ja Essenstruhe. Also das dahin. Und dann haben wir den Rest hier. Das ist okay. Und damit haben wir dann auch schon ein Folgenende erreicht. Na, zumindest haben wir einen Dungeon gefunden. Wir haben uns den Schmelzofen gebaut. Dann geht's in der nächsten Folge zum nächsten Dungeon.
In der Hoffnung, dass wir den schnell finden. Und dann haben wir auch den Kohlenmeiler. So. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen 19 Uhr zur nächsten Folge. Macht's gut.